Und damit hallo und herzlich willkommen bei Skyrim von The Elder Scrolls. Ich wollte schon fast online sagen, weil das ja das einzige ist, was ich je durchgespielt habe. Ich habe dieses Spiel bisher nur auf der PlayStation gespielt. Da war die Grafik jetzt nicht so besonders berauschend, aber ich hoffe, dass das mit dieser, ich weiß nicht mehr, Special Edition war es, glaube ich, besser ist, da es ja auch auf dem PC ist. Und ich lege, beziehungsweise ich starte mal einfach ein neues Spiel, was ich schon gemerkt habe, dass dieses Spiel ziemlich grausig ist für jemanden, der zwischendurch gerne mal was kontrolliert oder so, weil ich kann nur bei dem Tab Manager rausgehen. Ich kann keine Windows-Taste drücken, nichts. Ich bin gespannt. Bethesda Game Studios presents. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass es auf jeden Fall wesentlich besser von der Grafik und von den Texturen aussieht wie auf der PlayStation. Sehr, sehr, sehr viel detaillierter. Man kann sogar die Gesichter vernünftig erkennen. Endlich seid ihr wach. Ja, ne? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau Keine Ahnung. In den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Den Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Leute, könnt ihr mal was lauter sprechen, bitte? Uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Also was ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe bis heute nie verstanden, warum ich so total schräg hier drauf bin. Ich würde am liebsten mit der Maus immer das Ganze gerade machen. Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Rolstadt. Ich komme aus Rolstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Also Hammer, was auf dem PC möglich ist. Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Ich habe das Spiel damals nur angefangen zu spielen auf der PlayStation und ich habe dann gedacht, naja, es sieht so grausig aus von der Grafik her und die Steuerung war jetzt auch nicht so dolle und da habe ich gedacht, nee. Ist halt auch nicht vergleichbar mit der Online-Version. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Vilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Du müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre,
Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Jetzt wollte ich mal rebellig sein und nicht vortreten. Und was machen die? Sauerei. Ehrlich gesagt, ich habe immer Magier gespielt, das habe ich immer am liebsten gemocht, aber ich denke, dieses Spiel, ja, ich weiß nicht, also Hochelf, die sehen ja hier ein bisschen sehr seltsam aus, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier, ach du Scheiße, ja, die sehen richtig grausam aus. Wieso kann ich hier nicht Männlein oder Weiblein aussuchen? Also ich werde mal ein bisschen gucken wegen den Einstellungen und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich mich entschieden habe. So, da sind wir wieder. Ja, es gab leider nicht wirklich schöne Sachen hier drin. Ich glaube, den Namen konnte man später noch machen. Ich habe mich dann doch fürs Volk Kaiserlicher entschieden, weil im Gegensatz zu dem üblichen Elder Scrolls Online, was jeder kennt, es hier so ist, dass die Kaiserlichen mit Magie und mit Waffen umgehen können. Und das ist eigentlich genau das, was ich halt eben gerne hätte. Beenden und den Charakter einen Namen geben, genau. Ich könnte mich jetzt Saphira nennen, aber ich habe nichts gefunden, was auch diese Optik für Saphira bringen könnte. Deswegen nenne ich mich jetzt einfach mal ganz stupide Gameplayerin, auch wenn die jetzt so überhaupt gar keine Ähnlichkeit mit mir hat. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodiil zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Nö, will ich nicht. Ey! Das ist unfair. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Ach, du kannst mich mal. Und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Moment, ich bin doch auch ein Kaiserlicher. Ihr müsst mich loslassen. Ich würde sagen, das war ein sauberer Schnitt. Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Sirodiil, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Was, wie ich? Nein, der ist doch noch gar nicht frei. Was aber wirklich sehr nervig ist, dass das alles so extrem leise ist. Ich kann die Musik nicht ausschalten, ich kann die Stimmen nicht lauter machen. Was habt ihr gesehen? Das ist mein Freund. Oh ja. Der hilft mir hier rauszukommen. Ja.
Hallo. Darf ich immer was machen? Ah. Kann ich mit dir reden? Nee, anscheinend nicht. Ich laufe dir mal einfach hinterher. Das ist Schleichen, ja toll. Wo immer Sprinten ist, das ist hier Schleichen, okay? Ich schau mal eben ganz kurz. So, mal schauen. Ich habe jetzt die Stimmen lauter gemacht, aber ich höre trotzdem nicht allzu viel. Ja, wir müssen los. Und wohin? Renn doch mal vor. Das ist schon so lange her, dass ich das mal auf PlayStation angetestet habe. Weiß ich doch nicht mehr, wohin. Aua! Und jetzt? Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Ja. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Bist du verrückt? Los. Wir folgen. Na gut. Sobald wir können. Ja. Und immer weiterlaufen. Wohin denn? Ich laufe mal einfach immer weiter. Da ist er. Kuckuck. Guten Tag. Das macht ihr sehr gut. Ja, ne? Den könnt ihr nehmen. Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Okay. Gunnar, lauf vor. Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten. Also was ich extremst nervig an Skyrim finde, dass sie das nicht auf die Reihe gekriegt haben, eine normale Perspektive zu machen. Man hat so ein, ja, so ein Gefühl, als ob man gar nicht dabei ist irgendwie. Weil halt die Person fehlt, die man spielt. Aus dem Weg, der hat gesagt, ich soll dicht bei ihm bleiben. Oder hat mich verarscht. Ralf, verdammter Verräter. Aus dem Weg. Wir fliehen, Hadvar. Diesmal halten wir uns nicht auf. Erhalten es. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofiar. Wir da. Los, in die Festung. Okay. Mehr Gefangene. Gehen wir. Kommt schon. Und jetzt? Ich sage, das ist alles schon so lange her. Es sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Nö, das war mein Freund. Auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Warum kann ich das Geld nicht nehmen? Oh, ich kann springen. Diese Fesseln schneiden sich nicht von alleine durch. Ja, dann macht doch endlich. Ach, bitte. Sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Okay, das ist schon besser. Da muss ich mich doch bei ihm bedanken. Was ist das? Vermischte Einheitstaktiken in 5-jährigen Krieg. Achso, ja, nichts Brauchbares, so wie es aussieht. Ein Eimer. Puh, keine Ahnung, ob ich die Sachen brauche. Ich nehme mal alles mit. Ich weiß, da war irgend so ein Scheiß, dass man total wenig Platz hatte. Hallo? Achso, die ist leer. Sag das doch von vornherein. Okay. Helm und Gold. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Nee, da war nur ein Helm drin. Da ist noch eine Truhe. Und Ausrüstung. Ich habe aber jetzt keine Ahnung mehr, wie ich jetzt überhaupt die Ausrüstung anziehen kann. Moment. Fußlappen. Ich habe gerade Topflappen gelesen. Kaiserliche leichte Rüstung. Rüstungswert? Geht nach oben. Ja, ja, okay. Dann habe ich die Sachen anscheinend angezogen. Okay. Die Tunika, kann man die irgendwie wegwerfen? So. Fußlappen, keine Ahnung, was das ist, aber das ist schlechter als die Stiefel. Das werfen wir auch mal weg. Zack. Waffen. Ihr legt besser diese Rüstung an. Tab öffnen. Ah, genau, da war das. Moment, Zerstörung. Flammen. Mach ich mal auf die rechte Maustaste. Keine Ahnung. Ja, ich kann mir das sowieso nicht merken. Dann nochmal Tab
Objekte, Fähigkeiten, Fertigkeiten, was auch immer. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Zerstörung 20. Die Schule der Zerstörung umfasst die Kontrolle von Feuer, Frost und Blitzen. Diese Fertigkeit erleichtert das Wirken wie Zauberball und so weiter und so fort. 25 Wiederherstellung. Also die muss ich dann... Das scheint mir so ähnlich zu sein wie das Champion-System. Ich habe keine Ahnung. Verstärktes Feuer. Flammenmeer. Aber ich habe irgendwie keine Punkte, die ich einsetzen kann oder so. Ich weiß es nicht. Das Ding ist immer noch da draußen. Ja, aber ich kann mich... Ich kann mich wehren, aber nicht mit dem Schwert. Moment. Objekte. Waffen. Eisenschwert. Das mache ich mal auf die linke. So, damit kann ich schlagen. Und mit rechts mache ich Feuer. Yeah, wir können raus. Ich weiß nicht, ob das Schwert besser ist. Ja, Moment, Moment. Ich muss mal eben gucken, welches der beiden Schwerter besser ist. Schaden 8, Schaden 8. Gewicht 9, keine Ahnung. Achso, das ist zweimal das gleiche. Ah, ja, das ist doof. Aber gut. Habe ich halt zwei Schwerter. Ich denke mal, einmal muss ich jetzt nicht 10.000 mitnehmen.